Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute backen wir mal einen Kirschpuddingkuchen. Bevor wir jetzt anfangen, den Kuchen zuzubereiten, müsst ihr als allererstes einen Vanillepudding nach Packungsanleitung kochen, weil der vollständig abkühlen muss. Für den Teig verknetet ihr jetzt folgende Zutaten. Margarine, Mehl und Backpulver, Zucker und Vanillezucker und ein Ei. Dann legt ihr eine Springform mit Backpapier aus und verteilt da drin euren fertig gekneteten Teig. Dann braucht ihr ein Glas Kirschen, was ihr schön abtropfen lasst. Und die Kirschen braucht ihr jetzt nur noch auf dem Boden zu verteilen. Dann nehmt ihr euren abgekühlten Vanillepudding und verteilt den oben auf den Kirschen. Als nächstes lasst ihr jetzt Margarine in einem Topf auf dem Herd schmelzen. Wenn die Margarine geschmolzen ist, rührt ihr Zucker, Sahne und Mandelstifte unter. Diese Masse verteilt ihr jetzt oben drauf auf den Pudding. Dann braucht ihr den Kuchen nur noch bei 180 Grad ungefähr eine Stunde zu backen. Nach dem Backen lasst ihr den Kuchen erstmal richtig schön in der Form abkühlen. Und so sieht der Kuchen dann fertig gebacken aus. So, mein Lieben, das war schon wieder für heute. Das war mein Kirschpuddingkuchen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und beim Essen. Tschüss!